Moin Leute, Phase 5 PTR läuft ja bereits schon und es gibt jetzt einige Klassenanpassungen und die wollen wir uns kurz anschauen. Die erste Änderung betrifft den Jäger und zwar Flankenangriff wird gebufft. Davor waren es 33%. Euer Pet hat eine Chance, den Cooldown zurückzusetzen von Flankenangriff. Es waren 33%, jetzt sind es 50%. Und das war es schon beim Jäger. Beim Paladin gibt es auch nur eine Änderung und zwar das Horn von Lordaeron. Das wird jetzt wieder zurückkommen. Also es feiert ein Comeback mit Phase 5. Das ist im Endeffekt das, wo sich viele Spieler, sage ich mal, was heißt beschwert haben, aber ein Ungleichgewicht gesehen haben zwischen Allianz und Horde, weil die Horde Totems hat und die Allianz sowas Vergleichbares nicht hat. Und es gibt ja zwei Totems, die vor allem für Midi-Klassen ausschlaggebend waren. Das waren einmal das Beweglichkeitstotem und Stärketotem, was Midi-Klassen einfach mehr DPS gegeben haben. Das waren ungefähr 160, 150 DPS mehr für die Horde-Seite. Und jetzt ist Blizzard im Prinzip dem entgegengekommen und hat das Horn von Lordaeron wieder zurückgebracht ins Spiel. Kann aber nicht zusammen mit Segen der Macht verwendet werden. Also ihr könnt entweder nur das oder Segen der Macht haben. Aber dadurch, dass es Stärke und Beweglichkeit hat, sollte es besser sein wie Segen der Macht. Tankrogues bekommen eine kleine Anpassung. Hier wurde ja der Schaden um 20% reduziert, den ihr macht mit dieser Rune, mit der Fleischwunde, und zwar der körperliche Schaden. Jetzt haben sie das rausgenommen und ihr macht generell 20% weniger Schaden. Dafür gibt es einen Buff für Schurken. Also für DPS-Schurken, besser gesagt nicht für Schurken, eigentlich für alle Caster-Klassen. Und zwar das Okkultes Gift hat davor 2%, mit 2% gestackt, jetzt stackt es mit 3%, das heißt also maximal 10%. Jetzt sind es 15% mehr Schaden für alle Caster-Klassen. Also das heißt, alle Caster-Klassen freuen sich hier, dass der Schurke hier einen Buff bekommt. Also 5% mehr Damage für Caster-Klassen sozusagen. Beim Hexenmeister wurde die Metamorphose-Rune wieder abgeändert. Am Anfang von dem PTR für Phase 5 haben sie ja das erhöht auf 85%, also die Agro-Erzeugung von 50 auf 85. Jetzt haben sie es reduziert auf 77%. Gilt jetzt alles nur für den PTR, also nicht für die aktuelle Rune. Und ja, vor ein paar Wochen haben sie auch auf den PTR eingeführt, die Damage reduziert bei dieser Rune um 20%. Das haben sie jetzt reduziert auf 15%. Ja. Und das war es eigentlich schon für den Hexenmeister. Und die letzte Anpassung betrifft den Krieger. Und zwar die Zweihandrune wird wieder gebufft. Also die wurde ja schon von 20 auf 30% gebufft. Und die, also nur für den PTR. Und diese Wuterzeugungskomponente wurde eingeführt. Und jetzt kommt hier noch was dazu. Wenn ihr krittet, dann bekommt ihr 4 Wut anstatt 2 Wut dazu. Also hier werden Zweihandkrieger deutlich gebufft. Das war's mit dem Video. Waren jetzt keine mega großen Änderungen dabei. Gut für den Tank Rogue bezieht sich jetzt die 20% Schadensreduzierung nicht nur auf körperliche Schäden, sondern auf alle Schadensarten. Gut, man muss dazu sagen, Tank Rogues waren schon richtig, richtig stark. Aber dafür auch ein paar Buffs dabei. Ein paar, wie ich finde, auch gute Änderungen. Jetzt sind weitere Items freigeschaltet worden auf dem PTR. Und ich denke, es wird zu weiteren Anpassungen kommen in den nächsten Tagen. Um nichts zu verpassen, Kanal abonnieren. Hier werdet ihr die Information schnellstmöglich hoffentlich bekommen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und euren Support. Bis zum nächsten Video. Ciao.